Rede, Frage, Antwort heißt es am Mittwoch um 18 Uhr im Radisson Blu Hotel in Cottbus. Die SPD-Fraktion des Brandenburgischen Landtages lädt die Bürgerinnen und Bürger aus Cottbus und Umgebung ein, Teil der Bilanztour zu sein. Das Ziel soll es sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und über wichtige Themen wie Wirtschaft, Bildung und soziale Daseinsvorsorge zu diskutieren. Auch Dietmar Woidke wird vor Ort sein und mit den Teilnehmenden ins Gespräch gehen. Es gibt einen weiteren bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr. Dieser geht die ganze Woche. Davon ist auch Cottbus betroffen. Die Mitarbeitenden von Cottbus Verkehr streiken am Freitag ab 3 Uhr morgens. Damit kommt es zu erheblichen Einschränkungen auf dem gesamten Liniennetz. Betroffen sind nicht nur die Straßenbahnlinien, sondern auch die Stadt- und Regionalbuslinien. Die aktuellen Fahrpläne sind im Cottbus Verkehr Kundenzentrum in der Stadtpromenade und am Hauptbahnhof, sowie im Internet auf der Website von Cottbus Verkehr und der VBB-App zu finden. Am vergangenen Freitag fand die Radio Cottbus Gala der 10 Besten der Lausitz 2023 statt. Auf Platz 1 des Hörerpreises wurde der Cottbusser Künstler Martin Schüler gewählt. In der Lausitz ist er bekannt für seine Kuscheltierkunst und Plüschkatze Gondola, die auch Namensgeberin für den ersten Gondola Award war. Denn Martin Schüler liegt das Thema Kinderschutz am Herzen. Und so verlieh er im Rahmen des Gondola Awards 2023 den ersten Kinderschutzpreis der Lausitz und der Stadt Cottbus.